Hallöchen, wieder mal eine neue Runde Call of Duty Vanguard und heute sprechen wir über die neue Saison und natürlich über die neuen Waffen M40, ein Sturmgewehr, die könnt ihr gerade im Hintergrund erkennen und eine neue LMG, die Rightly mit einer verdammt hohen Mannstoppwirkung. Natürlich noch mit dabei die neue Map Gondola, gerade hier im Background, hier im Gameplay und im Nachhinein noch die Map Casablanca. Natürlich hätten wir noch eine neue Killstreak, Rumpfkanzelschütze. Werde ich auch noch später verwenden. Neue Perks und neue Inhalte, die reinkommen werden. Hier im Video natürlich auch noch eine Roadmap und ja, ein Waffenguide, wie ich hier meine Waffen hier gespielt habe heute. Natürlich hätten wir noch ein paar Neuigkeiten wegen Ranked Game. Ja, wir bekommen den richtigen Liga-Mode rein, wo ihr Inhalte freischalten könnt. Wir werden auch neuen Content bekommen für Zombie-Mode. Da könnt ihr aber gerne vorbeischauen beim Kollegen Mepperson. Der wird natürlich eine Menge hochladen rüber. Hoffe ich doch. Grüße an ihm natürlich. Und ja, Warzone spiele ich nicht. Da werden wir aber auch nochmal Änderungen reinbekommen, denen die Entwickler haben sich auch ein bisschen entschuldigt, weil das Spiel momentan nicht gut läuft. Habt ihr mitbekommen, oder? In FUV, nein, tut mir leid, werden die wahrscheinlich nicht mehr reinmachen. Aber egal, wir starten hier heute durch mit dem neuen Update-Video für Call of Duty Vanguard. Und ja, die neue Saison beginnt natürlich wieder mit einer Roadmap. Komplett überfüllt, hunderte Gegenstände drin und hat keinen Überblick. Mein kleiner Tipp, wir gucken uns nun den Multiplayer an. Gondola und Casablanca, die neuen Maps. Ranked Mode und ja, noch ein neuer Bodenkrieg-Mode mit Panzer, Fahrzeuge und keine Ahnung. Valentinstag haben wir auch ein Update momentan. Und wir bekommen die neue MG M40, dann die Rightly LMG, eine Spitzhacke, dann Mechanica und hier natürlich noch MRE, Perk und ja, Inhalte, die ihr nur kaufen könnt. Im Ranked Mode werdet ihr aber Inhalte freischalten können. Für den höheren Rang bekommt ihr natürlich coolere Belohnungen und darüber auch bald mehr, können wir bald durchstarten. Natürlich darüber noch bald Neuigkeiten, Informationen unten auch verlinkt, natürlich gerne vorbeischauen. Jo, dann hier einmal meine Waffenklassen. Einmal für die M40. Ja, wir hätten hier eine Menge Möglichkeiten, wie wir die Waffe umbauen können. Auch unter anderem mit der Fertigkeit Vital und Gunho. Bei der Rightly LMG könnt ihr eure Mobilität minimal erhöhen. Aber dadurch wird die Waffe unkontrollierbar, könnt Feuerrate erhöhen oder starke Patronen reinmachen, damit killt ihr auch One-Hit. Im Hardcore-Mode natürlich immer. Waffenkammer, damit könnt ihr Techniker blockieren und kontern, den ihr könnt dann einfach eure Granaten auch schneller werfen und werdet nicht markiert. Mechaniker kurz erklärt, ihr könnt eure Verladung schneller laden. Naja, Haftbomben haben wir jetzt auch mit dabei, die wollt ihr aber keine haben, aber jo, Haftbomben, neue Perks, warum nicht, oder? Naja, egal Leute, egal. Wir haben natürlich hier noch Gameplay auf der neuen Map und wie ihr schon erkennen könnt, man kann endlich mal Waffen begutachten. Wurde eingebaut, wir haben lange drauf gewartet, aber hier bitteschön. Natürlich die ganzen Änderungen hier in Call of Duty, die jetzt bald reinkommen werden. Waffenpatch, wo Waffen genervt und gebufft werden, Änderungen vorgenommen werden, Attachments vielleicht noch geändert werden, wo Änderungen auf der Map bei den Spawns, bei Modi und gemacht werden. Momentan könnt ihr Hardcore nicht filtern. Keine Ahnung, wird noch reinkommen. Wir haben eine ganz fette Liste bekommen mit neuen Inhalten, die reinkommen könnten. Einige wurden auch schon hier bewahrheitet. Ja, Casablanca wurde vor Ewigkeiten hier angekündigt, kam jetzt auch endlich rein. Aber ein paar andere Inhalte, die jetzt noch nicht reinkamen, könnten noch reinkommen. Unter anderem der Liga-Mode, wo ihr Belohnungen bekommen könnt. Naja, ihr bekommt noch eine Menge Shop-Inhalte rein, die könnt ihr wieder kaufen mit Echtgeld. Unter anderem Attack on Titan, da könnt ihr einen Titan kaufen. Auch mit der fleischigen Waffe. Ich habe keine Ahnung, warum man das machen will. Aber ja, Weltkrieg, Call of Duty. Ich könnte ja noch ein Bild einblenden, noch Meme, oder? Nee, ich mach's nicht. Geht einfach auf Twitter, guckt euch den Bild an. Ich bin ehrlich, ich freue mich über neuen Call of Duty Content. Wie ihr aber mitbekommen habt, in Vanguard ein Video machen und hochladen. Schwierig. Gerade spreche ich einfach hier über mein Video drüber, was ich hier geschnitten habe. Hab noch keinen Cut in der Audio drin, einfach Freestyle am Aufnehmen. Wenn ich mich verspreche, tut's mir leid, aber mir auch egal. Ich bin gleich nochmal unterwegs. Wie ihr mitbekommen habt, momentan viel Real-Life-Zeugs am Start und Call of Duty bockt nicht mehr wirklich wie früher. Inhalte, kritisch. Und auch Multiplayer-Gameplay. Natürlich habe ich noch immer schöne Runden und Nukes, auch im Livestream. Da bin ich öfter mal live, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da gebe ich mir manchmal noch Mühe, aber ja. Den Nuke spielen und hochladen, ich habe keinen Bock mehr drauf, wenn ich ehrlich bin. Hier tryharden, dadurch wird man die nächsten paar Runden bestraft durch einen hohen Ping, Runden laggen.
Wir haben Paketverluste ohne Ende, haben die Entwickler angesprochen, wird bald behoben angeblich. Aber ja, gut. Wir bekommen Rumpfkanzelschlitzen rein, die wir gar nicht haben wollen. Ich bin ehrlich, ist irgendwie kacke hier in Vanguard. Bei Volta 2 war der richtig überpowered. Ich könnte euch noch unten noch Video verlinken. Da hatte ich mal eine 500er Kill... wirklich 500, ungelogen. Eine 500er Killstreak im Kobold-Jagd-Mode. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. War ein Mode, wo man Kobolde jagen konnte. Die haben die dann alle Killstreaks gegeben. Und Rumpfkanzelschlitze konnte man stapeln. Bedeutet, ich hatte 14 Stück in einer Runde. Aber hier in Vanguard, keine Ahnung, alle gehen in Deckung. Gut, ich spiele hier gerade in der Bot-Lobby, damit ich hier die neuen Waffen und Modi vorstellen kann. Ja, aber Leute, gerne mal eure Meinung drüber reinkommentieren. Eine neue Killstreak, neue Perks, eine Haftbombe, ja, eine Haftbombe im Weltkrieg, keine Ahnung, fragt mich nicht. Und die neuen Waffen, eure Meinung drüber oder die neuen Karten. Mein erster Eindruck, Casablanca nur eine Map für frei für alle und TDM. Irgendwie Map-Aufbau technisch echt kacke, weil man eh nur in die Mitte laufen will. Erinnert mich an die alten Modern Warfare Karten. Dann die neue Map Condola, kann ich mir gut vorstellen für Stellung, für Kontrolle, für Suchen, Zerstören eher weniger. Wenn dann nur mit vielen Spielern, was man ja momentan nicht filtern kann im Hardcore-Mode, lieben Dank. Und ja. Ich brauch's nicht unbedingt. Ich freue mich auf die neuen Waffen, werde die hochgrinden, bin ja noch immer bei Atomar-Grind am Start. Aber ja, I don't have time for this shit. I don't know. Gerne rein kommentieren, eure Meinung drüber. Und wie schon erwähnt, heute ist nicht ultra aufwendig hier. Man hört vielleicht noch im Hintergrund die Dusche. Ich werde es einfach an Cut hochladen. Ich bin nämlich gleich unterwegs. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start hier in die neue Saison. Weitere Informationen findet ihr unten verlinkt. Wenn ihr gerne wollt, gerne mich abonnieren, die Glocke aktivieren. Haben momentan wenig Leute gemacht. Irgendwie kommen keine Leute rein bei mir, aber egal. Und wenn ihr weitere Fragen habt, gerne rein kommentieren. Dafür bin ich ja da. Und dann, ja, haut rein. Das Video war doch wunderbar, oder? Haha. Bye bye.